Willkommen in der Nasdaq-Echoblase des Jahres 2020, denn wir erleben derzeit ein ganz ähnliches Muster wie vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, als die Fed in diesem Corona-Schock dann plötzlich die Zinsen auf Null senkte, die Märkte mit Liquidität flutete. Was stieg damals? Hochspekulative Werte, unprofitable Werte. Es stieg alles, was wenig Substanz, aber viel Hoffnung hat. Ein Schrotthaufen lernte zu fliegen, könnte man sagen. Das ging dann eine Zeit lang gut. 2022, also das Vorjahr, war dann das böse Erwachen. Genau diese Schrottaktien, diese Junks, diese Meme-Aktien wie GameStop, wie sie alle heißen, die ARK Innovation ETFs, die hatten ein böses Erwachen. Der Nasdaq viel schwächer, die Tech-Werte viel schwächer, vor allem das, was hochspekulativ war, viel schwächer. Und jetzt erleben wir so eine Art Rebound. Wir sehen also, wir leben noch, Junk ist gestiegen, Schrott steigt, und das in einer Situation, die ja völlig anders ist als im Jahr 2020, Frühjahr, als die Fed eben dann so massiv in die Liquiditätsausschüttung ging. Derzeit ist das Gegenteil der Fall. Noch wird die Fed die Zinsen anheben, noch wird sie die Bilanzsumme senken, und sie sagt, sie wird daran nichts ändern, selbst wenn sie dann aufhört, die Zinsen anzuheben im Jahr 2023. Und die Märkte tun so, als wäre die Fed schon längst dabei, die Zinsen zu senken, und man geht davon aus, dass das in diesem Jahr noch passieren wird, gleichzeitig aber die Wirtschaft ein Soft Landing hin zaubern wird. Und wie das zusammengehen soll, warum die Fed die Zinsen senkt und dann die Wirtschaft ein Soft Landing macht und diese Soft Landing jetzt derzeit immer unwahrscheinlicher wird, das geht mir nicht in den Kopf. Aber schauen wir uns die Dinge mal an, warum das auch eine Chance ist, eben diese Junk Rally. Hier gestern bei CNBC Kevin Gordon von Charles Schwab, der sagt, diese Bärenmarkt-Rally, die sieht so aus wie viele andere, die wir schon gesehen haben. Es sind die Speculative Names, also diese hochspekulativen Werte, die uns wieder mal nach oben bringen. Wir sehen praktisch, dass solche Werte, die 2022 besonders verprügelt wurden, Tesla, Nvidia, AMC, GameStop ist wieder dabei. Die guten alten Meme-Aktien haben es wieder geschafft. Die meistgeschorteten Aktien sind gestiegen, die Lieblinge der Retail-Trader sind gestiegen und so weiter und so fort. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer miserablen Qualität dieser Rallye zu tun haben. Die most volatile, lowest quality market components steigen, also der Junk steigt, der Dreck wird erstmal wieder nach oben gespült. Das zeigt, dass die See rau ist, wie die Norddeutschen sagen. Dementsprechend wäre ich da mal vorsichtig und wird diese ganze Geschichte durchaus mit ein bisschen Skepsis mal behandeln wollen. Und hier sehen wir einfach, dass letztendlich, ja, wie soll man das sagen, das ist eine Form von Irrational Exuberance, wie einst der Greenspan gesagt hat. Einer dieser Schrottwerte, wenn man so will, ist Bed Bath & Beyond, einer dieser Meme-Aktien, die jetzt auch im Laufe dieser Euphorie wieder nach oben gepusht wurde, obwohl die Firma so gut wie insolvent ist und jetzt wahrscheinlich auch insolvent ist, denn gestern hat man von JP Morgan eine Default Notice bekommen. Ihr müsst jetzt Geld sofort zurückzahlen, sonst habt ihr Stress, sonst seid ihr pleite, sonst werden wir für euch Insolvenz anmelden. Bed Bath & Beyond dann gestern mit einer Stellungnahme, das Geld haben wir ja nicht. Dementsprechend sehen wir, dass die Aktie ja immer noch bei 3 Dollar um und bei steht für einen insolventen Wert. Nicht schlecht. Wenn wir uns mal die Bonds anschauen, also die Unternehmensanleihen, dann stehen die noch bei 6 von 100. Das heißt, man könnte sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen überlebt, liegt bei 6%. Realistische Einschätzung, die aber im Aktienkurs, wie bei vielen anderen Meme-Aktien, nicht wirklich eingepreist ist. Wir sehen also, dass jetzt langsam Realität reinkommt in diesen Schrott. Und gleichzeitig ist dieser Schrott besonders gut gelaufen. Wir hatten gestern dann Konjunkturdaten, bessere BIP-Zahlen, sehr starke Erstanträge, 4-Wochen-Durchschnitt jetzt unter 200.000, also starker, robuster Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Fed Terminal Rate Expectations weiter gestiegen sind wieder. Klar, man reagiert auf die noch positiven Daten und dementsprechend geht man davon aus, dass die Zinsen wohl doch ein bisschen höher liegen könnten. Und wir sehen die Märkte nach den Daten, nach den BIP-Zahlen erstmal runter, aber dann wieder in einem Strich rauf. Ist doch alles schick, ist doch alles gut. Und wir sehen Nasdaq
1,76%, der Nasdaq 100 2%, S&P 1,1%, Dow Jones schwächer. Und wir sehen jetzt unten im WIX, dass es jetzt langsam interessant wird für die Volatilität. Da ist so viel positive Divergenz derzeit beim WIX zu erkennen. Schauen wir uns mal gestern den Nasdaq an. Wir haben bei einem Anstieg von fast 2% haben wir etwas mehr Aktien, die gefallen sind sogar, als die gestiegen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Da war natürlich dann eine Tesla maßgeblich dabei mit 10%. Also wir sehen, dass das, was 2022 nicht so gut gelaufen ist, da macht man jetzt wieder Party, als wäre es eben die Blase 2020. Und alle sind wieder optimistisch hier. NAAIM, also praktisch die amerikanischen Vermögensverwalter, die sind wieder sehr, sehr dick investiert, 75, über 75 jetzt der Wert. Oben in dieser Grafik sehen Sie mal im unteren Bereich dieser oberen Grafik, dass jedes Mal, wenn wir einen solchen Wert erreicht hatten, wenn der Optimismus, also der Vermögensverwalter, so hoch war, eine Drehung kam. Und wir sehen jetzt zum Beispiel beim Nasdaq 100 auf Tagesbasis die Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt sind. Die negative Divergenz, der Nasdaq steigt und steigt. Wir sehen aber, dass die Aktien, die Breite jetzt plötzlich nicht mehr stimmt. Richtig ist das, was Goldman Sachs sagt. Ja, wir haben zum Beispiel eine Microsoft gesehen, die wurde dann nach der Umsatzwarnung im Conference Call wurde die dann praktisch abverkauft, aber hat sich wieder eben erholt. Das sei doch ein positives Zeichen. Klar, das muss man respektieren. Die Investoren wollen die Märkte nach oben kaufen, das ist gar keine Frage. Aber werden sie es schaffen und sind sie alle schon investiert? Und wer soll jetzt noch kaufen? Das ist die Frage, die sich stellt. Denn der Bullish Percentage Index am Anschlag, was die NYSE betrifft, also die Aktien, die an der New Yorker Börse gehandelt werden, immer wenn wir solche Niveaus erreicht hatten, dann wurde die Luft extrem dünn. Das gilt auch für den S&P 500, jetzt mal auf 60-Minuten-Basis in diesem Chart von Ron Walker. Wir machen ein neues Hoch. 4060, diese Zone, die ich als Potenzial noch adressiert hatte. Wir haben oben im RSI eine negative Divergenz. Wir haben negative Divergenzen an allen Fronten. Das ist hochinteressant. Und gleichzeitig sehen wir, dass zum Beispiel das, was mit am besten gelaufen ist, nämlich Semiconductor-Aktien, dass dort die Investitionsquote so hoch ist wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Also alle sind in diesen Semiconductors, wetten, dass da die ganz großartige Erholung kommt. Der Nasdaq übrigens, Triple Q, also das Nasdaq ETF, hat seinen 200-Tages-Durchschnitt erreicht. Das ist vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, da mal ein bisschen vorsichtiger zu werden, zumal gestern die Zahlen nachbörslich von Intel kamen. Absolute Katastrophe, miserable Guidance, also ganz schwacher Ausblick auf das, was da kommt. Die Aktie 10% nach unten. Zahlen enttäuschend, Umsatz enttäuschend, Earnings enttäuschend. Und das hat dann hier die Chip-Aktien, die jetzt so gut gelaufen war, wie eine Nvidia, wie eine Qualcomm, die hat das dann nachbörslich auch nochmal belastet. Da kommt Realität rein. Die Realität ist, dass die Nachfrage nachlässt. Das haben wir schon von vielen Seiten gehört, aber die Aktien aus diesem Sektor sind dennoch gestiegen. Wie passt das zusammen? Gar nicht, das ist die Antwort. So sehen wir hier etwa mal die Performance year-to-date. Also seit Jahresbeginn, Nasdaq mal 10% gestiegen, Growth ist gestiegen, Value ist zurückgeblieben. Man spielt also wieder jetzt schon so eine Art Nullzinspolitik, Growth ist super und Value ist nicht gut, aber das Gegenteil ist der Fall, solange nicht wirklich ein Umsteuern der Notenbank der Fall ist. Gestern haben wir übrigens Energie gesehen, die sehr, sehr stark performt haben. Aber generell, Growth to Value ist derzeit wieder der neueste Schrei und das wird nicht lang bleiben. Wir sehen Warnzeichen etwa auch bei den Junk Bonds, die diese Rallye nicht mitmachen, also die fragilsten Teile des Systems, wo das sogenannte Smart Money gerne unterwegs ist. Die wissen, was sie tun und die sind noch nicht in Panik, aber sie sind deutlich vorsichtiger als etwa der S&P 500. Hier also bereits eine Divergenz. Und wenn wir mal anschauen, damals in Jackson Hole, als Paul ja diese Rede gehalten hatte, die er kurz vorher noch mal umformulierte aufgrund der Rallye, die wir zwischen Juni und August gesehen hatten. Was ist seitdem passiert, seit der Rallye von Jackson Hole, als er sagte, es wird Schmerzen verursachen, die Bekämpfung der Inflation wird nicht ohne Kosten, ohne Schmerzen abgehen. Wir sehen der S&P 500 unverändert seitdem. TLT, also praktisch die Anleihe
längere Anleihelaufzeiten, dieses ETF 3% nach unten. High Yield etwas höher, die Spreads, also es ist ein bisschen mehr eingepreist und seitdem haben etwa zwischen 0 und 1 Million Leute neuen Jobs gefunden. Wir sehen also keinerlei Abschwächung am Arbeitsmarkt, zumindest in den offiziellen Zahlen nicht. Is this going to be painless? Wird das Ganze ohne Schmerzen sein? Und das glaube ich schlichtweg nicht. Wer eine solche Blase aufgeblasen hat durch Nullzinsen, durch massive Liquidität, der kann nicht davon ausgehen, und sollte besser nicht davon ausgehen, dass das Ganze dann so ganz entspannt sich wieder erledigt, gell, und alles wird wieder gut. Es gibt dieses Free Lunch letztendlich nicht und dieses Free Lunch wird angenommen derzeit von den Märkten, die Financial Conditions wieder krass aufgelockert. Die Realität beginnt aber langsam jetzt eben doch sich Platz zu greifen. Wir sehen, dass die Entlassungen vom Tech-Sektor auf die herkömmliche Ökonomie jetzt übergreifen und das ist ein Game-Changer. Das wird dieses Narrativ des Software Landings, das in den Märkten eingepreist ist, eben auch ein bisschen ankratzen. Foodlocker wird Leute entlassen, McCormick, Dow hat es gestern gesagt, Hasbro 15% der Workforce, also immer mehr Unternehmen aus dem traditionellen Sektor entlassen Leute. Heute zentral wichtig jetzt, wenn wir wieder zurück zu den Märkten kommen, die PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure-Daten, auf die die Fed besonders achtet, erwartet heute 4,4% zum Vormonat und 0,3% plus zum Vormonat. Also Anstieg von 0,3% zum Vormonat. Das ist jetzt nicht so, als wäre die Inflation gleich weg. Mal schauen, wie die Daten reinkommen. Aber ein Punkt, der oft jetzt nicht gesehen wird, nämlich, dass die Preise, die Benzinpreise in den USA wieder deutlich steigen. Die sind mal eben 9% seit Jahresbeginn gestiegen, von knapp über 3 Dollar auf jetzt etwa 3,50 Dollar. Gestern ja auch, oder einer der Punkte, der derzeit für gute Stimmung an den Märkten sorgt, das war der Buyback-Plan von 75 Milliarden Dollar von Chevron. Ziemlich dicke Hausnummer. Biden hat das scharf kritisiert. Er sagt, ja, die Leute zahlen die Zeche, ihr schiebt nicht die Gewinne rein und macht dann Aktienrückkäufe. Aber warum ist das so? Schauen wir uns mal an, die strategischen Ölreserven der USA. Die sinken immer mehr. Irgendwann werden dann die Amerikaner wieder Öl kaufen müssen, egal zu welchem Preis, um ihre Reserven aufzufüllen. Und die Refining Capacity, also praktisch die Kapazität der Raffinerien, sinkt auch immer mehr. Deswegen hossieren Aktien wie Valero aus diesem Sektor. Also wir sehen, dass Energie jetzt wieder kommt, dass also hier ein neuer Schub der Inflation kommt. Und das könnte dann eben auch die Fed zu einer hawkischeren Haltung veranlassen, durch diese Rallye sowieso. Wir sehen das Gold in dieser massiv steigenden Wedge aus meiner Sicht jetzt sehr, sehr gefährdet ist. Ich habe nichts gegen Gold, verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich denke nur, dass kurzfristig eben da die Dinge viel zu heiß sind. Rückschlag in den Bereich, naja, was könnte man haben? 18,30 sowas, 18,40, also roundabout 100 Dollar wären da durchaus mal drin gewesen. Und vielleicht noch abschließend, ich finde interessant, ChatGPT wurde gefragt, na, mach doch mal ein ETF, das den Markt schlagen kann, hat ChatGPT versucht, ist daran gescheitert, hat schlechter performt als eben der Markt. Dann hat GPT gesagt, ja okay, Aktienmärkte sind eben schlichtweg unvorhersehbar oder Märkte insgesamt und da ist natürlich was dran, deswegen nehmen Sie auch meine Prognosen with a grain of salt, wie die Amerikaner sagen, also mit einer Prise Salz. Und abschließend Empfehlungen, meine Damen und Herren, was möchte ich Ihnen empfehlen? Gestern habe ich vergessen, die Links reinzupacken für die von mir im Marktgeflüster empfohlenen Artikel über den Flash Crash. Mit dieser sehr seltsamen Aussage, dass praktisch einer hier vergessen hat, mal einen Knopf zu drücken. Deswegen hätten wir den Flashcrash bei vielen Aktien gehabt am Dienstag. Hochinteressant. Erste Empfehlung nochmal. Zweite Empfehlung, Deutsche Bank sagt, der S&P könnte nochmal 12% steigen. Das hatte ich gestern empfohlen, aber nicht verlinkt. Das will ich jetzt nochmal tun. Und neue Empfehlung, Einlagezins in 3 Schritten, so die Erwartungen dürften steigen bis 3,25%. Also 3 Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Bis 14:30 schauen Sie rein bei Finanzmarktwelt, denn das wird ein sehr wichtiges Datum für die Märkte heute. Also bis dann, ciao.